Via Verata, das Bergsportfestival der Tourismusregion Ramsau, gilt als ein Muss für alle Sport- und Kulturinteressierten. Der Sonntag begann mit dem ORF Radio Steiermark Frühschoppen, dem Gipfeltreffen im Veranstaltungszentrum Ramsau. Zentrum in Ramsau am Dachstein übertragen wir einen Frühschoppen mit Sepp Leutner. Steirische Musikgruppen vertraten die Traditionen des Enzsaales und weit darüber hinaus. Glocken, Eier und geh da hinein mit einem Sotz. Hau mal Masel, Stecken, Kochlöffel, de brauch hat ma dana. Nicht zum Kochen, nur zum Klopfen für die frechen Maona. Moderator Sepp Leubner führte die begeisterten Besucher im vollen Veranstaltungszentrum durch den musikalischen Vormittag. Für Begeisterung sorgten auch die vielen jungen Menschen in Dirndlkleidern und Lederhosen, die den steirischen Gruppen lauschten. Tradition wird hierzulande nach wie vor groß geschrieben. Das findet ja zum fünften Mal jetzt das ORF-Gipfeltreffen statt. Das ist im Rahmen der Via Ferrata Dachstein. Das ist ja eine Veranstaltung, die eine ganze Woche dauert. Wir wollen ja unsere Klettersteige bewerben. Wir haben mit dem Highlight der Klettersteigbewerbung, das Race the Skywalk, haben wir leider nicht durchführen können. Das werden wir am Mitte August, das heißt entweder im August, sagen wir mal so, werden wir das nachholen. Das ist ja eine super Sache und wir arbeiten sehr gut vor allem mit unserem Leitbetrieb hier in der Region, mit der Planei Hochwurzenbahnen zusammen und wollen in Zukunft auch den Bergsommer Ramsau-Schladming weiter bewerben, weil wir in der Dachstein- und in der Schladminger Tauernregion so tolle Ausflugsziele und Klettergebiete haben, dass das für uns einfach Sinn macht, da weiterzuarbeiten. Ja, erst eine wunderbare Veranstaltung. Man spürt die Regionalität, man spürt die Identität und vor allem auch die Begeisterung der Ramsau. Und natürlich, was mich besonders freut, dass auch viele, viele Gäste gekommen sind. Man braucht nur Schaumbusse aus der West- und Oststeiermark. Das zeigt schon, dass Ramsau mit dem Dachstein schon einiges zu bieten hat. Ja, und der Dachstein natürlich ist ein guter Partner vom Gipfeltreffen, von der Via Ferrata. Wir sehen das aber nicht als Verpflichtung, sondern durchaus als große Freude, weil einfach wir gemeinsam diesen Dachstein, das Dach der Steiermark, bespielen. Und das ist sicherlich ein schöner Anlass dann. Nach dem klangreichen Vormittag fanden sich die Musiker in unterschiedlichen Hütten und Gasthäusern in Ramsau am Dachstein ein. Die lokalen Wirte erfreuten die Gäste mit Schmankerln und Spezialitäten aus der Region. Krapfen sind ein traditioneller Bestandteil des Enzdaler Jahreskreislaufes. Von den Faschingskrapfen über die Heiliggeistkrapfen zu Pfingsten, ja, die Weizenenkrapfen und die Roggenenkrapfen. Das sind die typischen Steirerkrapfen, die was aus dem Roggenmehl gemacht werden, mit Steirerkäse gefüllt. Eine Spezialität, die mit den Enztalern gewachsen ist und deren Rezepte von Generation zu Generation weitergetragen werden. Vom Mittagessen gestärkt nahmen die Musikanten ihre wohlklingende Arbeit wieder auf. 17 Gruppen ließen ihre Instrumente und Stimmen erklingen. Der große Applaus zeigte die Begeisterung, für die die Enztaler berühmt sind. Das bunte Erlebnisprogramm wurde gestaltet von bekannten Musikgruppen wie die Florianer Tanzbodenmusi, Lederhosenblech oder dem Trachtenverein Rossecker mit einem Volkstanz. Bis zum späten Nachmittag wurde gesungen, gejodelt und getanzt. Die lustigen Runden ließen einen heiteren Tag im warmen Sommerwetter gemütlich ausklingen. Die
Via Verata war ein Erfolg für die Besucher und den Tourismusort Ramsau am Dachstein. Es zeigte, dass sich Bergsport, Musik und Kultur perfekt vereinen lassen.